So, moin Leute, Need for Speed the Run mit mir und wir haben draußen so geiles Wetter. Ich gucke nach draußen und die Sonne scheint einfach nur richtig geil. Ich kann jetzt nicht gucken, wie viel Grad wir haben, aber ich denke ja doch an die 26, sogar bis 30 Grad soll es heute werden. Und einfach geil. Und ich dachte mir, komm, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein wenig Need for Speed. Ein bisschen was aufnehmen. Der gute YMAXIP und die anderen meinten so, müsste ich ganz kurz nebenbei noch sagen, wie um 7 Sekunden sind wir nur besser als du, wieso nennst du uns Kellerkinder? Das war doch nicht so gemeint, meine Schnuckis, ja? War nicht böse. War nicht böse, ja? Nicht böse sein, ich liebe euch alle. Genau, neuer Part, wir sind 36. Position, das heißt, wir sind bald in New York, müssten wir ankommen. Ihr seht nur noch 2 Etappen und eine davon machen wir heute unsicher. Und das heißt hier, 7 Positionen gut machen, gleich so viele, also das Spiel räumt ordentlich auf. Und da vorne sind sie auch schon, wobei ich Nachtfahrten ja eigentlich nicht so sonderlich mag, aber wenn es nach New York geht, dann fahre ich sogar gerne mal nachts. Und ich muss euch unbedingt was erzählen, ich war ja auch vorhin bei, darf ich Schleichwerbung, egal, fuck it, einfach Schleichwerbung, win. Ich war vorhin bei Rewe, weil ich habe gestern so einen Werbespot gesehen über Rewe, Rockstar Energy Drink, nur 99 Cent, die Dose. Und da war ich vorhin bei Rewe und Leute, die mich in Facebook haben, die haben gesehen, oh mein Gott, ja, der Junge hat eingekauft. Ich weiß nicht, wie viele Dosen da sind, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich glaube 12, 13, ich wollte auch nicht zu viel, weil 99 Cent ist jetzt nicht billig, aber auch nicht teuer, ne, so. Aber im Vergleich, ich meine, wie viel kostet eine normale Rockstar-Dose im normalen Preis? 1,69 um den Dreh ungefähr. Und ich meine, da wollte ich mir dieses... Oh, Schwein gehabt. Da wollte ich mir dieses Angebot auf jeden Fall nicht durch die Lappen gehen lassen. Muss ich hier durch? Ich habe keine Ahnung. Ach nee, scheiße, da war Abkürzung. Und ja, so habe ich dann die Dinger gekauft. Habe schon eine... Ich habe aber nur die schwarzen gekauft, ja. Weil mir der schwarze Rockstar einfach am besten schmeckt. Und dann habe ich noch eine gelbe gekauft. Eine lilane, Guanova, Guane, keine Ahnung, irgendwas mit G. Und eine orangene, ja. Und ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was für Rockstars ihr denn gerne liebt. Also welche von denen. Weil das würde mich gerne mal interessieren. Ich möchte gerne euch natürlich mit euren Geschmäckern mich verschmelzen. Nein, Quatsch. Dann noch, da wir gerade bei Rockstar sind, ich habe mal ein Bild gesehen aus den USA. Kann es sein, dass wir, guck mal, wir hier in Deutschland haben ja schwarz, original, gelb, orange, die schießen auf mich, was zur Hölle. Wir haben original, gelb, orange, grün und lila, ne? Und die in den USA, die haben sogar blau, dann weiß, glaube ich, noch. Und in welche so Kaffee-Latte-Macchiato-artigen. Kann das sein? Ich will die mal auch unbedingt probieren. Ich habe hier meine Energy-Drink-Sammlung oben. Wenn ich jetzt nach oben gucke, da habe ich alle Monster. Rot, Gelb, Grün, Orange. Und natürlich alle Rockstar und Relentless. Also ich bin ja so ein Energy, wirklich, ne? Also ohne Energy geht bei mir gar nichts. Ich muss immer... Okay, jetzt habe ich gerade keine, weil ich vorhin meine... Wie heißt das? Rockstar Punched ist das lila Energy und Guava, genau. Habe ich vorhin getrunken und habe ich mir gegönnt. Dann später wahrscheinlich noch eine. Und ich bin ja so ein Energy-Fanatiker. Ich habe hier auch Sexergy, dann Koks habe ich sogar. Pure White Energy. Koks, ne, da habe ich mir auch geholt. Schmeckt eigentlich ganz komisch, aber naja. Schwarze Dose habe ich hier. Red Bull, naja, ganz ehrlich, ich bin nicht so der Red Bull-Fan, ja, aber die Dose brauchte ich auf jeden Fall, um zu sammeln. Und da hinten irgendwas mit Russian Power. Das sowieso, das muss, das ohne das geht gar nichts. Also, ne, Russian Power. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen Energy Drink trinke. Ne, ich, einfach mal zum Zocken. Es ist das Geilste. Wenn du beim Zocken bist, einen Energy Drink hast, dann, es ist einfach wunderbar. Und es ist auch wunderbar, wie ich hier beschossen werde. Ich meine, sag mal Leute, hackt es bei euch? Ja, die haben Waffen und alles und ich habe nichts, ich habe gar nichts. Ich hab noch nicht mal irgendwelche Klingen, die aus den Radkappen kommen, aus den Felgen. Nichts habe ich. So, bei Saints Row the Third. Oh, das war natürlich auch geil. Okay, ich habe die anscheinend abgehängt. Ne, da hinten kommt noch einer. Wow, knappe Sache. Ja, ist ja gut. Baller ihn doch ab. Wieso mich? Ich habe dir gar nichts getan. Arschloch. So. Hängen wir ihn einfach mal ab. Wir haben einen Audi R8. Das ist doch ein Kinderspiel. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott.
Genau, und ich möchte noch allen neuen Abonnenten danken, die mich jetzt entdeckt haben, sag ich mal, und hinzugefügt haben zu ihrer Abo-Liste. Das ist natürlich auch eine klasse Sache. Dann wollte ich noch etwas sagen. Ich wollte, glaube ich, auf einen Livestream ansprechen, den ich plane, zusammen mit dem lieben Sparrix, aber das Ganze dauert natürlich noch. Aber auch so möchte ich gerne mal einen Livestream machen. Nur ich weiß nicht, was ich in einem Livestream spielen soll. Ich meine, habt ihr irgendwelche Spielvorschläge, da so ein Spiel vielleicht mal durchdaddeln oder so für den Super Nintendo oder für die Sega Mega Drive? Einfach mal irgendwelche Spielvorschläge unter das Video hier schreiben und dann geht das Ganze schon klar. Und du nervst jetzt schon ganz schön ein bisschen. Kannst du mal bitte zur Seite gehen? Ich möchte nicht verlieren. Ich möchte nicht das Ganze von vorne machen. Da vorne ist ja auch schon das Ziel. Das ist prima. Das ist klasse. Das Auto sieht ein wenig beschädigt aus, aber dennoch fährt es sich 1A. 26. Ja, Leute, wir haben mit 35 angefangen ungefähr und sind jetzt schon bei 26. Das geht hier ratzfatz und sind gerade mal 6 Minuten vorbei. Das Level steigt natürlich nicht für den Arsch. Das lutscht voll ab. Fortsetzen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Irgendwann, lieber bei Maxip und Hiccups, ja, irgendwann werde ich euch noch schlagen. Um 5 Sekunden werde ich euch fertig machen. Ja, mache ich euch. Keine Sorge. Schöne Grüße an die beiden übrigens an dieser Stelle. Ja, nächste Location, Industriegebiet, Cleveland. Oh, Katzi. Wieso werde ich überhaupt... Ich habe euch nichts getan. Lasst mich doch in Ruhe einfach. Komm, Jack. Das schaffen wir auch noch. Wir sind knapp nach New York. Also ist da... Oh mein Gott, ein Hubschrauber. Oh, hä? Ich bin gleich im Arsch. Hallo? Geht's noch? Erst ballern die, dann ballert der Hubschrauber noch. Ja. Es ist nicht gerade fair. Das ist überhaupt nicht fair. Oh, eine Brücke, Gott sei Dank. Da kommt er wenigstens nicht hinterher. Oh Mann, fuck, ey. Das ist zur Hölle. Oh, oh. Wow. Ja. Da war ich ein wenig zu schnell unterwegs. Nun gut, wir haben ja noch 4 Resets. Das sollte für dieses Rennen auch reichen. Hoffe ich mal. Solange der Hubschrauber uns nicht allzu viel Sorgen bereitet. So. Hier muss ich ganz knapp fahren. Ein bisschen vom Gas noch. So, jetzt kommt wieder... Ah! Ja, wollte ich schon sagen, der Hubschrauber. Und der nervt hier bis zum geht. Oh, seinen eigenen Mann hat er umgenietet. Tja, Pech! Aber Leute, es ist so... Oh. Das ist aber auch hier Action geladen gerade. Oh mein Gott. Jetzt meint das Spiel wirklich ernst mit uns. Ach du Scheiße. Wo sind wir? Auf einem Zugfriedhof? Ja, 2 sind noch hinter uns. Also jetzt... Wow. Du Scheiße. Ist das eine inoffizielle Abkürzung? Egal. Solange wir die ganzen Deppen da hinten abschütteln, geht das schon klar. Und ich muss jetzt nur hoffen, dass der Hubschrauber nicht kommt, aber ich höre ihn schon. Oh mein Gott, ohne Action geht hier gar nichts. Liebe Leute, das ist... Wow! Das erinnert mich fucking viel an Split Second. Oh, ne, 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 ne. Ja, war ja klar, war ja klar. Wieso auch nicht, ja? Hinüber. Ja, schön, ne? Hätte ich die Ami-Version, würde da jetzt heißen, you fucked up. Screw you. Hä, muss ich jetzt... Ist das von Anfang an? Nein, ne? Ne, das... Hier war ich doch gerade eben. Oh mein Gott. Seht ihr, ich bin schon total durcheinander, komplett verwirrt. Ich muss die einfach nur nicht vor mich lassen. Oh, fuck. Scheiße. Mist. Okay, sorry. Das war mein Fehler. Das ist aber auch schwer. Ganz ehrlich. Das ist aber auch schwer. Ich denke nicht, dass einer von euch das mit einem Mal geschafft hat. Das könnt ihr mir nicht erzählen.
Da seid ihr bestimmt mindestens einmal verreckt. Oder maximal einmal, aber mit einmal durch niemals. So, jetzt auf der Seite. Und dann schön hier links entlang. Und dann wahrscheinlich gleich rechts entlang. Und dann nochmal links entlang. Und dann nochmal... Oh mein Gott! Nein! Boah, lasst mich... Oh mein Fuck! Checkpoint? Ist das ein Checkpoint? Boah, ja! Sprengstoff meiden. Ja, danke für die Info. Ist das geil oder ist das geil? Scheiß Hubschrauber, oder hast du es? Jack, sprich mit mir. Was ist los? Ich brauche einen Wagen. Jetzt! Okay. Suche einen Mann namens Yuri auf der 4th Land Industrial. Muss ich jetzt weiterfahren? Nee, ne? Geschafft. Puh. Das Ganze beendet. Okay, keine Position gut gemacht, aber dafür jede Menge Action. Und oh mein Gott, ja, jede Menge Action. Es war einfach nicht zum Aushalten. Boah, ich bin aber jetzt... Ich bin in Schwitzen gekommen, muss ich ehrlich zugeben. Das ist aber auch so. Jetzt gucken wir mal. Ich bin vor euch, ihr verdammten Noobs. Ich bin vor... Und alle, wie sie mit dem R8 gefahren sind. Oh yeah, oh yeah. Ja, Lulicious ist es einfach. ich habe euch lieb, ihr wisst Bescheid. Ich mache für den heutigen Part mal Schluss. Ich weiß jetzt nicht, ich müsste ungefähr bei 12 Minuten sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr wisst Bescheid. Gleich geht's weiter, aber jetzt cutte ich noch, aber gleich geht's weiter, weil ich möchte natürlich noch ein bisschen, ich möchte Yuri treffen. Das klingt so russisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Wir werden sehen. Im nächsten Part erwartet uns jede Menge... Im nächsten Part erwartet uns jede Menge Action. Und die ist euch auf jeden Fall garantiert. Ein neuer Wagen wartet sogar auf uns. Oh, das wird spitze. Das wird echt spitze. Aber für heute sage ich einfach mal ciao. Bis denne, bis die Tage, bis nachher, bis später, bis morgen, bis irgendwann. Yodla, hey.